Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trails from Zero. Wir sind beim letzten Mal so ein bisschen Hals über Kopf ausgestiegen, weil ich mal wieder nur mal eben in Anführungsstrichen noch ein kurzes Gespräch mitnehmen wollte und dann ist schon wieder alles eskaliert. Wir haben auf jeden Fall eine mehr als klare Handlungsanweisung mitgenommen, die da lautet, vermisste Touristen zu finden, die sich in Richtung Ancient Battlefield aufgemacht haben. Ich habe offscreen jetzt nochmal geguckt, weil ich mir nicht mehr sicher war. Also da kommen wir irgendwie von der Old Armorica Road hin. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo der Zugang genau sein soll. Und ja, wir sind an diesem Ort halt noch nie gewesen. Aber ich freue mich sehr darauf, weil wir dort auch ein weiteres Foto schießen können für eine andere Mission, die seit Ewigkeiten noch offen ist oder schon offen ist. To go to the ancient battlefield, you have to cross the metal bridge that's on Old Armorica Road. I'm begging you, please find those two and bring them back. Ja, to get to the ancient battlefield, you have to cross. Ich kann mich an keine Metal Bridge mehr erinnern hier in der Region, aber wenn wir draufstehen, dann fällt es mir wahrscheinlich wieder wie Schuppen von den Augen. I've somehow ended up making things more complicated than they needed to be. I just wanted to impress Gofen, but maybe I rushed things. Still, I'm glad that Abraza is going to be there to help you officers out. Ja, das war ja auch so ein Ding beim letzten Mal. I somehow ended up making impress. Okay. Denn eigentlich sollten wir damit beauftragt werden. Dann hat sich irgendwie noch... Welcher Bracer war denn das nochmal? Scott? Oder Wenzel? Ich glaube, einer von den beiden. Er hat sich dann eingeklinkt, weil der Typ, mit dem wir gerade gesprochen haben, auch die Bracer schon alarmiert hat. Und wir jetzt hier quasi unfreiwillig unsere Kräfte bündeln werden. Aber vielleicht ist das auch am Ende des Tages essentiell. Wer weiß, was da für Gefahren warten. Being here in the village is like a breath of fresh air. I can almost imagine myself tending to the fields while basking in the sun's glow. When I'm old, I want to spend the rest of my days in a relaxing place like this. Ich glaube, das hat er uns schon mal gesagt. Dabei dachte ich eigentlich, dass mit jedem Main-Story-Event alle irgendwie was anderes von sich geben. Oder er hat es einfach nur wieder anders formuliert. Das wäre auch wieder sehr typisch. Na gut, aber dann sind wir soweit eigentlich im Bilde. Du bist irgendwie auffällig, Erte. Dich kennen wir noch nicht, oder? The soft murmuring of the river, the chirping of the birds, the gorgeous scenery. I bet Armorica would be the perfect place for a nice picnic. Annie, speaking of picnics, I'm starving. And, nicht Annie. Ich habe meine Brille nicht auf. Die liegt im Wohnzimmer, habe jetzt keinen Bock dafür aufzustehen. Muss auch so funktionieren jetzt. Ne, mit dem haben wir schon mal gesprochen. An den Picnic-Dude erinnere ich mich noch. Ich glaube, in Armorica hat sich jetzt nicht so viel getan, so was neue Texte und so angeht. Warum drehten sich die Kamera im Hintergrund? Achso, weil ich gerade an einem Punkt stand, wo das automatisch passiert. Ich war gerade leicht irritiert, weil ich habe am Pad gar nichts gedreht. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, hier ist bestimmt der richtige Weg. Ja, da steht es auch, To Ancient Battlefield, alles klar. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wenn ihr mein Cold Steel 2 Let's Play gesehen habt, dass ich dort in den ersten Folgen, ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt, wenn in deinem Game Controller irgendwie der Stick die ganze Zeit in eine Richtung steuert, obwohl du da gar nicht entlang drückst. Und das war so bitter, das hat mich so frustriert, weil ausgerechnet, weißt du, ich war mega gehypt auf Teil 2, neues Spiel, neue Vorfreude, neuer Hype und dann kackt mein Pad einfach ab. Also das hat mich damals richtig, richtig böse gemacht. Oh ja, aber nicht so böse, dass ich dich abschießen wollte. Sorry, Alfred. Are you the special support section? Abraza just came here to look for the missing tourists. I was told you guys would be coming as well. You're assisting the Abrazas, right? Oder die Abrazas assisten us? Please help them find those tourists in any way you can. Please assist that Abrazas in finding those tourists. I'm counting on you. Er hat gerade im Plural gesprochen von mehreren Abrazas und jetzt zum Schluss nur von einem. Was denn nun? Beim letzten Mal ist nur einer aufgetaucht, deswegen bin ich jetzt auch nur von dem einen ausgegangen, ehrlich gesagt. So, ich will, bevor wir jetzt hier weitergehen, noch einmal ganz kurz gucken, ob wir hier nicht doch noch irgendwas anderes offen haben. Was war diese Geschichte hier nochmal? Das ist einfach nur so ein Sammelthread oder so, oder? Better start chipping away at the day support request. Ja, das ist so ein Sammelding.
Hier haben wir wahrscheinlich erst den Haken, wenn das Kapitel abgeschlossen ist. Hier weiß ich nicht, wie man es abgeschlossen kriegt. Hier müssen wir noch ein Foto schießen. Das machen wir hoffentlich heute. Und hier ist jetzt unsere Hauptmission. Okay, wir sind eigentlich gut dabei. Aber wer weiß, wer weiß. Proxy Puppet kennen wir. Das ist so ein Wiederbelebungsding, wenn du ins Gras beißt, oder? Ich glaube, das hatten wir hier in dem Spiel auch schon. Ich kenne es zumindest, ja, viermal. Prevents KO, revives on KO, once then breaks. Okay, alles klar. Nehmen wir mal jetzt nicht an, dass wir das brauchen werden. There are some peculiar magazines inside the chest. You decide to leave them where they are, despite Randy's protests. Er kann die ja einstecken. Er kann doch machen, was er will. Also ich meine, selbst wenn das Team das blöd findet, die können ihn doch nicht dran hindern. Also ich an Randys Stelle würde das komplett ignorieren, was die anderen sagen. Aber na gut, das Team könnte natürlich so argumentieren, dass seine Schmuddelheftchen, je nachdem wie viele das sind. Oh nein, das waren diese Viecher. Gott sei Dank war Ellie die Erste, die hier angreifen durfte. Ich habe jetzt versäumt, nochmal zu gucken, ob wir den Gegner schon analyzed haben. Aber vielleicht kommt hier noch ein weiterer. Ich muss mich erstmal an die Steuerung gewöhnen. Ich habe schon wieder sehr lange kein Trails mehr gespielt. Hä? Ich weiß. Achso, hier über die Schultertaste kommt man auf die Karte. Okay. Also die Steuerung, ich spiele ja gerade Valkyrie Elysium privat. Das habe ich gestern Abend wieder ein paar Stunden weitergezockt. Also, was heißt ein paar Stunden? Anderthalb, zwei. Ein Kapitel so vorm Schlafen gehen. Und da ist die Steuerung ja komplett konträr zu dem hier. Und das merke ich gerade wieder so ein bisschen. Ich glaube, Valkyrie Elysium, ich spreche das wahrscheinlich falsch aus, aber ist mir egal. Das wird eher der Grund sein, dass ich hier gerade 10 Jahre brauche, um die Karte zu öffnen. Als die lange Abstinenz von den von Trades from Zero generell. Back in my day, we had to work hard for our Kuria Balms, and we definitely wouldn't have 99 of them in our second playthrough. No, sorry. Ich hatte, glaube ich, noch nie 99 davon. Und das sieht ja aus, als würde es herbstlich werden, wenn wir hier weiter entlang laufen. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Straße aus Cold Steel, die in Richtung Berea Hard führte. Vielleicht verwechsel ich das auch mit einer anderen Location, aber da gab es auch so einen schönen Zugangsbereich oder so einen Verbindungsweg, keine Ahnung, wie ich das nennen soll, der auch so herbstlich aussah. Und damit hast du ja mein Herz direkt im Sturm erobert, ne? Das sind die Settings, die ich liebe. Aber ich glaube, das schönste Herbstsetting, das hat tatsächlich Ni No Kuni 1 mit diesem goldenen Herbstwald. Ich habe vergessen, wie der heißt, mit den Pilzen und so. Ey, das ist einfach nur eine Augenweide hoch 10. Naja, nee, so herbstlich sieht das hier nicht aus. Aber ich habe trotzdem Bock. Das sieht so ein bisschen aus wie die Übergangszeit von Sommer zu Herbst. Ah ja, da sind wir auch schon. Ich habe jetzt im Vorfeld übrigens gar nicht geguckt, wo man hier das Foto schießt. Ich hoffe, ich stolper da einfach so auf natürlichem Wege einfach drüber. Wow, so this is what the ancient battlefield is like. There are just as many ruins scattered around as I'd heard there were. And with a name like the ancient battlefield, I wouldn't be surprised if something spooky was lurking around here. We all know I'm a bad man, so I'm placing... Es regnet. My chips on the ghosts of a long defeated army or something equally crazy. Ghosts, please, no. Ellie? You heard nothing. I have to say the weather is harsh and this place is infested with monsters. If that couple ventured further in, we haven't much time, so we'd best hurry. Good call, Ellie. Let's get the search underway. Ey, das hast du auch irgendwie so quotenmäßig in jedem JRPG, ne? Dass immer ein Charakter Angst vor Geistern hat und jedes Mal versucht, auf cool zu tun und das irgendwie zu unterdrücken. Was ich nicht verstehe. Warum ist es schlimm, Angst vor Geistern zu haben? Vampire Thorn. Okay, warte. Machen wir das einmal direkt am Anfang weg. Dann können wir zukünftig einfach auf die einkloppen. Ja, genau, wir haben ja danach einen Team Rush, von daher alles perfekt, würde ich sagen. Gut abgestimmt. A plant that grows by sucking the nutrients from its prey. It pairs foes with its thorns.
Da waren zu viele THs. Okay, mal gucken, ob die jetzt One-Hit sind. Na, nicht ganz, aber die nächsten Level-Ups, die kommen bestimmt. Und ich weiß nicht, ob ich so unbedingt wissen will, was die für Zustandsveränderungen drauf haben. Muss nicht sein. Aber die haben auch wieder ein schönes Gegnerdesign. Vor allen Dingen haben die schöne Farben. Ich glaube aber, diesen Gegnertypen, den hatten wir hier schon mal. Ich glaube, der ist nicht neu. Hier sind aber einige Kisten. Junge, Junge. Hier geht einiges. Und bei der Vorschau, als die Kamera gerade... Was bist du denn? Als die Kamera gerade versuchte, das ganze Battlefield hier einzufangen, da hat man so eine, die eine oder andere Ruine gesehen. Und ich wette, dort wirst du auch dein Foto schießen können. Nein, ich wollte doch erst mein Item schmeißen auf die Cursed Shields. Hoffentlich gibt es hier noch mehr davon. What? Ich habe noch nie so wenig Damage mit einem Team Rush bei einem Gegner gemacht. Jetzt habe ich Angst. Wer oder was seid ihr? Ellie, bitte hol uns Informationen. Ich sehe auch gerade, dass meine CP voll down sind. Used by the Berserkers of the Middle Ages. Can reflect physical damage and cause confusion. Na, auch noch. Okay, und die haben nicht mal eine magische Schwäche. Ich glaube, die Gegner könnten maximal unangenehm werden. So, Tio, die Antworten, die müssen jetzt von dir kommen. Denn ohne dich haben wir hier eventuell ein Problem. Wir haben auch ein Problem, weil die zu weit auseinanderstehen. Ich brauche mindestens L. Habe ich L noch abseits vom Galleon Tower? Eher nicht, ne? Okay, auch wenn sie später in die Reihe kommt. Ich hoffe, dass es ausreichen wird. Weil die werden bestimmt nicht viel länger... Ach, ich bin so dumm. Gerade noch vorgelesen, dass die physische Angriffe ja kontern. Da gehe ich auch einfach los, als wäre nichts gewesen. So, warte mal, hast du irgendeinen L-Angriff? Du hast einen Line-Angriff, aber dafür stehst du zu ungünstig. Schade. Obwohl, guck mal hier. Gaia Titanis hat's voll drauf. Warte mal, aber ich hatte noch andere Line-Angriffe. Vielleicht habe ich noch irgendwas, was günstiger ist. Hier zum Beispiel. Ja, das war klar. Das hat leider nicht die Breite. Boah, weiß ich nicht, ob ich den Aufwand jetzt betreiben will. Ich glaube, ich gucke erstmal. Ja, weißt du was? Ich werde sie hier hinschicken. Dann kann sie nämlich auch mit dem günstigeren Laienangriff notfalls angreifen. Aber eigentlich spekuliere ich drauf, dass Tio die jetzt gefinisht kriegt. Prost. Okay, alles klar. Bei ihr ist das halt wenig problematisch mit dem Preis, weil sie mit jedem Schritt ihre EP wieder auffüllt. Durch den Quartz, den sie angelegt hat. Aber dann weiß ich, dass das funktioniert. Hey, hier ist ein Angelspot. Hast du übersehen. Aber ich kann nicht von hier angeln. Ich muss wahrscheinlich da einmal ums Eck. Jetzt juckt meine Nase. Wieder ein neuer Gegner. Ist bestimmt auch so einer, der irgendwelche specialigen Eigenschaften hat. So, okay, also Tio werden wir hier auf jeden Fall einige Male zaubern sehen. Living Totem depicts the gods of the Middle Ages. The carved head chants a variety of arts. Die sind auf jeden Fall relativ resistent gegen Zauber. Bei denen ist es wahrscheinlich genau andersrum, aber das werden wir gleich beim Team Rush sehen. Irgendwas hatte ich gerade noch überlegt. Ach so, ja, warte. Ich will trotzdem... Auch wenn wir durch ihren Quartz gerade den Text lesen konnten, einmal den Battlescope hier abfrühstücken. Und danach können wir frei Schnauze auf diese Gegner losgehen, wie es uns beliebt. Aber erstmal Team Rush. So, jetzt bin ich gespannt. Ja, okay. Also die Totems, die kriegst du relativ schnell down. Und hier... Ich meine, das könnte trotzdem knapp werden mit den EP. Je nachdem, wie... kurzfristig die Kämpfe hintereinander kommen, sage ich mal. Ist auch ein bisschen übertrieben, jetzt so ein Galleon Tower einzusetzen gegen den einen. Ne? Ich hätte da auch irgendwas Günstigeres nehmen können. Aber das habe ich jetzt zu spät gecheckt. So, weil sie hat jetzt knapp unter die Hälfte. Sie ist auch mit nicht vollen EP in diesen Kampf gestartet. Darf man auch nicht vergessen. Oh, Tio ist auf jeden Fall der Star des Parts, würde ich sagen. Energy Circle. Oh, und Lloyd zieht mit. Burning Heart und Energy Circle.
Okay, das werde ich bestimmt gleich vergessen, weil ich mich jetzt erstmal wieder vom Angeln ablenken lasse. Oh, was denn hier? Auf jeden Fall irgendwas im nicht sichtbaren Bereich. War das eine Kiste? How did you see me? Ja, das frage ich mich auch gerade. Durch Ränder ablaufen, weil Ränder ablaufen einfach das Beste und Geilste ist. Jeder Gamer sollte Ränder ablaufen, um mehr von der Spielwelt zu sehen. Außer bei Final Fantasy 16. Da solltet ihr das nicht tun. Denn das ist reine Zeitverschwendung. I should really think about getting a roof installed. Ja, das sieht aus, als hättest du mal einen Roof gehabt. Ich mag das, dass sich das hier so abwechselt mit dem Regen. Hat das irgendwelche Einflüsse auf die Gegner, die hier auf uns zusteuern? If this is a battlefield, I bet the fish here are real fighters. Mach mir keine Angst, Leute. Ich weiß auch gar nicht, inwieweit ich das hier überhaupt ausreizen will. So, mit der kleinen Angel könnten wir einen Earthworm schmeißen. Solange ich zweistellig mit den Ködern bin, versuche ich, glaube ich, mein Glück. Boah, das war sehr spät. Da war ich jetzt ein bisschen unkonzentriert, würde ich sagen. So, dann versuchen wir es hiermit nochmal. Sogar mit zwei verschiedenen Ködern. Bin gespannt. Nothing is biting. Ich wollte eigentlich jetzt hier einen Cut setzen. Warte, ich probiere das nochmal. Ich glaube, das ist in den Kommentaren nie bestätigt worden, meine Theorie, dass wenn das da steht, dass du generell nie irgendwas bekommst an der jeweiligen Angelstelle. Aber ich will da immer ganz gerne auf Nummer sicher gehen. Kann ja auch sein, dass die Fangquote einfach reduziert ist. Okay, also hier komme ich mit dieser Angel scheinbar nicht weiter. Ich will das aus eben genannten Gründen trotzdem immer noch ein zweites Mal probieren. Und dann muss jetzt aber bei der dritten Angel irgendwas passieren. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass man hier gar nichts bekommt. Okay, ich werde jetzt entgegen meiner Regel mal hier ein Dumpling verschwenden. Aber jetzt muss ich mich wirklich konzentrieren, weil der soll nicht unnötig wegfallen. Ja, das war klar. Der vielleicht einzige Fisch, den man hier fangen kann. Nee, das könnt ihr mir nicht erzählen. Dass das hier der Hauptgewinn ist. Boah, aber ich will auch keine Snowcrab reinschmeißen. Nee, ich glaube, dabei belassen wir es. Sonst ärgere ich mich wieder, wenn meine Ködervorräte so komplett zur Neige gehen. So, Geschner. Warte mal, ich wollte einmal noch mal kurz hier gucken. Genau. Jetzt habe ich hier schon wieder keine Kennzeichnung, wo mich die jeweiligen Routen eigentlich hinbringen. Aber ich würde jetzt hier in das angrenzende Gebiet einfach mal durchlaufen und mal gucken, was mir angezeigt wird, wenn ich die Karte öffne. Die Gegner sind, glaube ich, auch neu. Warte mal. Da werden wir doch einmal wieder Battlescope rausschmeißen. Was? Saccharine Tomatian. Ja, na dann guck mal. Am besten gleich kuscheln mit der Vampire Thorn. Tut bestimmt gar nicht weh. Plant Monster that is entirely sweet. Tasting it makes you lose your mind. Okay, also bitte nicht an diesem Gegner lecken. Tut uns allen nicht gut. Ah, ich habe auch gar keinen Team Rush gerade, sehe ich. Aber guck mal, Tio ist wieder voll mit ihren EP. Und ich habe dran gedacht, er hat Burning Heart gelernt. Gains immense power but suffers faint afterwards. Das ist scheiße. Null's Ailments. Was hat Faint nochmal gemacht? Faint hat doch dazu geführt, dass du nicht mehr angreifen konntest, oder? Das heißt, du profitierst dann eigentlich nicht von der Stärke. Ja doch, es sei denn, du opferst dann wiederum einen anderen Zug, damit jemand dich von Faint befreien kann. Das wäre vielleicht eine Option. Okay, warte mal, ich brauche einen Plan. Und der Plan könnte in viele Richtungen gehen. Krieg ich dich ja alle. So sind alle in dem Kreis drin, ne? Boah, nee, ey, ich mach das jetzt nicht. Wisst ihr warum? Wenn die anderen dann wieder zuhauen, dann hauen die Gegner wieder aus den Kreisen raus. Und darauf habe ich gar keinen Bock. So, warte mal. Können wir mal gucken, was der physisch so aushält? Warum hat sie das denn geschafft, den zu one-hitten?
Das überrascht mich jetzt ein bisschen. Kann es sein, dass bei denen die Problematik immer war, dass sie einfach nur schwer zu treffen waren und ich gerade Glück hatte? A recovery field removes ailments from allies' bodies. Mega. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie sowas lernt, aber... Schade, dass hier keine... Obwohl doch HP Heal ist ja auch mit drin. Ja, das ist geil. Also, das qualifiziert sie auf jeden Fall für ihre Magierrolle, die sie eh schon inne hat. Aber das wird dadurch nur noch attraktiver, sage ich mal. So, einmal die Death Spiral. Jawohl. So, Randy. Traust du dir zu, den Tomatian zu attackieren? Ich wette, den trifft er nicht. Nee, das war klar. Oh, der ist abgehauen. Okay, mit diesem Wissen werde ich beim nächsten Mal anders agieren. Die fliehen einfach. Das ist aber nicht so ein Metallschleimgegner, der ultra viel abwirft, oder? Ich habe gerade nicht so ganz genau drauf geachtet, ob die jetzt mega viele... Du warst mal ein Monster-Extermination-Gegner. Irgendwas mit Seppet war in deinem Namen. Ja, jetzt habe ich mich ablenken lassen. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Ich habe auf jeden Fall gerade nicht gecheckt, ob dieser Tomatian ein ultra wertvoller Special-Gegner war oder halt eher nicht. Ey, Leute, ich habe zwei Routen. Warum sagt ihr mir denn nicht, wo das hinführt? Schwierig. Ich gehe jetzt, glaube ich, erstmal die bis zum Ende durch, was auch immer das Ende sein mag. Aber irgendwo müssen wir ja starten. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das so ein... Oh, shit. Dass das so ein weitläufiges Gebiet werden würde. Das erschwert natürlich auch die Frage, wo wir jetzt tatsächlich unser Foto schießen sollen. Da habe ich nämlich gerade ein bisschen Bedenken. Aber vielleicht habe ich ja trotzdem Glück und stolper da irgendwie drüber. Wir werden sehen. Ich meine, wenn ich einmal das Gebiet cleare, ich weiß gar nicht mehr, wann die Gegner hier anfangen zu respawnen. Wenn ich jetzt theoretisch wieder zurückgehen würde. Ja, ich glaube, dann sind die Gegner auch wieder da. Bin mir nicht mehr ganz sicher. So, guck mal, jetzt hat sie den Crit. Auch wenn sie den wahrscheinlich nicht mehr in ihren Zauber reinlegen wird, ne? Ne, der Crit ist jetzt gerade komplett verschwunden. Oh, der Gegner ist auf jeden Fall nervig, aber... Ich glaube, der wirft auch am meisten ab, würde ich sagen. Und ich bin froh, dass sie stark genug ist, dass wir nicht zweimal zaubern müssen. Dadurch kann ich die anderen eigentlich immer ein bisschen rumpümmeln lassen. So, da ist auf jeden Fall eine blaue Kiste. Ey, ich assoziiere die wahrscheinlich noch sehr, sehr, sehr lange mit den Trial Chests aus Cold Steel. Ja, Cold Steel hat einfach mega Eindruck hinterlassen auf vielen Ebenen. Ich wollte eh flüchten. Ich habe jetzt nur vorher nicht... Ach nee, warte mal. Das ist keine... In meinem Kopf habe ich gerade zwei Sachen, eigentlich drei Sachen durcheinander gebracht. Ich habe gerade an die Trial Chest gedacht. Dann dachte ich, nee, hier waren das ja diese Kisten, wo du so diese übertrieben starken Gegner drin hast. Habe mich dann darauf eingestellt, hier eine Levelvorgabe zu bekommen. Aber eigentlich ist das eine ganz normale rote Cold Steel Kiste. Ja. Keine Ahnung, zu viel Kistengewusel in meiner Birne. So, wie wollen wir das am besten lösen? Habe ich das hier jemals eingesetzt? Guck mal, das hat voll die geile Reichweite. Go for it, girl! Auch wenn das für die CP, glaube ich, nicht so geil war. Wobei, sie hat für jeden Gegner gerade CP bekommen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das jetzt ein Plus- oder ein Minusgeschäft war. Keine Ahnung. Muss ich beim nächsten Mal ein bisschen genauer hingucken. So. Ich würde eigentlich gerne Tio früher an der Reihe haben. Ich glaube, hier werden wir jetzt einiges einstecken müssen. Weil wir jetzt den Kampfvorteil nicht haben. Oh Gott, das heißt, wir werden jetzt auch zum ersten Mal sehen, was diese Gegner eigentlich können. Die ich immer möglichst schnell aus dem Weg räumen wollte. Was? Ich krieg die jetzt alle nicht in einen Kreis? Ernsthaft? Okay. Diese kleinen fliegenden Dinger sind auf jeden Fall wichtiger zu treffen. Gut, dass der sich nicht vom Fleck bewegt hat. Ey, die lösen Konfusion aus. Obwohl, eigentlich ist das nicht schlimm, solange die nicht auf Tio losgehen. Okay, da preparen sich welche zu zaubern. Wir kommen den jetzt aber zuvor.
Jawohl. Okay. Die Schlimmsten sind erstmal aus dem Verkehr gezogen. Wobei die Angriffe von denen kennen wir ja so gesehen noch nicht. Also keine Ahnung, ob das wirklich auch die Schlimmsten sind. Der da oben, der pennt. Der müsste jetzt eigentlich nicht an die Reihe kommen. Der wäre jetzt nämlich dran. Ja, perfekt. Okay. Und dieser Schlafzustand, der kam von Ellies Angriff am Anfang, oder? Oder wodurch kam der zustande? Ich weiß es nicht so. Du greifst jetzt einmal normal an. Randy, kriegst du den gefinisht? Nee, nicht ganz. Oh, jetzt ist er wach. Oh, das war vielleicht nicht die allerbeste Entscheidung. Egal. Ah, guck mal, der prepared sich sowieso. Kein Gespür dafür, was jetzt gut für ihn wäre. Denn damit hat er sein Todesurteil unterschrieben. Jawohl! Sehr gut. Monsterkiste cleared. Heal. Ja, warte mal, was habe ich denn vorhin von der versteckten Kiste bekommen? Das war Hit 3 oder so, ne? Moment. Ja, wir haben einmal Hit 3. Und Heal ist, glaube ich, auch neu. Also hier in From Zero. HP slowly recovers by walking on the field. Hm. Das hat eine interessante Seppe-Zusammenstellung, so von den Elementen, aber ich weiß nicht, ich habe genug Heilmittel eigentlich. So ganz dringend nötig ist es nicht. Ich könnte aber hier Hit 2 durch Hit 3 einmal tauschen. Das machen wir auf jeden Fall. So, und den Rest, den lasse ich, glaube ich, so. Ich meine, jetzt wäre Heal zum Beispiel für sie ganz gut, aber auch nur temporär. Ich könnte ja auch irgendein Item reinpfeifen. Wobei ich davon jetzt auch gar nicht so ultra viele habe. Warte mal, mit wem habe ich denn in der Vergangenheit immer geheilt? Sie kann sich auch vorhin, nee, weißt du was? Tio sollte das Heilen weiterhin übernehmen. Auch wenn sie jetzt ein bisschen angeschlagen ist, aber dann laufen wir halt zweimal im Kreis und dann ist alles wieder gut. My parents warned me that bad chests go to Gehenna where they can never speak. Dann sollten sie da möglichst nie landen, denn ich mag es sehr, dass die Kisten mit uns sprechen. Man sollte nicht immer auch so am Märchen hören, ne? Hat man sich bestimmt nur ausgedacht, um den armen, unschuldigen Kisten Angst zu machen. Oder vielleicht auch den bösen Kisten, die es verdient haben, keine Ahnung. So, mein Freund, dieser Kampf, der bringt uns ja irgendwie allen gefühlt nichts. Du weißt, dass du keine Chance hast. Wir wissen, dass wir wenig Output kriegen. Hätte man sich knicken können, aber wenigstens haben wir den schnell von der Karte getilgt. So. Ich muss auf jeden Fall beim Rumlaufen aufmerksamer sein als sonst, bis wir dieses olle Foto geschossen haben. Aber man muss auch fairerweise sagen, meistens... Oh, da sind die Touristen schon. Ich bin hier schon am Ziel, ey. Wäre ich mal bei der Gabelung den anderen Weg gegangen. Is that who I think it is? Oh, oh, die eine scheint verletzt zu sein. Scott! Oh, hey, it's you guys. You got here faster than I expected. Yeah, well, we're kinda used to running all over the state at this point. But hey, is this lady one of our tourists? After I made sure she was alive and breathing, I noticed that she had a Calvadian passport. So yeah, I think she's one of the ones we're looking for. How is she holding up? The shock of seeing all these nasty monsters knocked her out cold, but other than that, she seems to be fine. Don't worry, I took care of them. See? Not a scratch on her. Phew, thank goodness you were here, Scott. The support request mentioned a couple, but I do not see the other one anywhere nearby. Could he have ventured deeper inside? If that's the case, we need to locate him as soon as possible. He seriously left this lady behind and ran? Can't say he's the shining example of a gentleman. Well, it's possible he had no choice if they were being chased by monsters. I'm going to see if I can wake this lady up before I go any further in. In the meantime, I'd like for you all to press on ahead and start searching for the other one. That shouldn't be a problem, thanks Scott. Also war es doch Scott und nicht Wenzel. Da war ich mir nicht so ganz sicher. I'm going to continue treating this woman for a little bit longer. Go on ahead without me, I'll catch up with you guys later. Vielleicht hat er, also die Begleitung von ihr... ihr sogar das Leben gerettet, indem er weggerannt ist, weil das Monster sich dadurch eher auf ihn fixiert hat. Wisst ihr, was ich meine? Und die beiden zerfleischt hätte, wenn er da geblieben wäre. Also ich versuche ja immer irgendwie ans Gute zu glauben. Wobei, nee, eigentlich stimmt das nicht. Aber hier in dem Fall war das so ein Gedanke, der mir kam. Ich wollte wegen den Bildern
noch kurz erwähnen, dass man, wenn man den richtigen Punkt dann erreicht hat, schon irgendwie eins und eins zusammenzählen kann. Also das sind schon auffällige Spots gewesen, würde ich sagen. Deswegen sollte ich mich davon eventuell nicht entmutigen lassen, das hier finden zu können, sage ich mal. Bin mal gespannt, was die jetzt abwerfen. Ach, warte mal, ich habe gar keinen Zeppedemon. Genau, eigentlich kennen wir den. Ich kriege aber nicht mehr zusammen, ob ich den damals gescoped habe oder analyzed habe, keine Ahnung. Machen wir das einmal, damit wir es abhaken können. A strange monster with Zeppet masses in its body. Harnesses Cornelia Septim to breathe fire. Und ist sehr empfindlich gegen Wasser und Wind. Naja, werden wir hier aber nicht benötigen. Zumindest nicht, solange wir Team Rushes haben. Das erledigt nämlich schon die Hälfte der Arbeit. So. Also hier ist auf jeden Fall ganz am Ende eine Kiste, bei der man an sehr vielen Gegnern vorbei muss. Da habe ich große Erwartungen, dass sich da eventuell cooles Zeug drin befindet. So, hier haben wir wieder einen Einzelgegner. Gleiches Thema wie vorhin. Gut für die Zeit, schlecht für den Mehrwert. Mittelweg wäre besser. Vor allen Dingen, wenn wir einen Team Rush haben, dann können sie uns auch vier vorsetzen, wenn die alle in dem Kreis drin sind. Wenn es nicht gerade diese fliegenden Viecher sind oder diese schwebenden, dann, ja, die hier meine ich nämlich. Und die sind auch nicht so einfach zu treffen, weil die halt relativ klein und kompakt sind. Und guck mal, jetzt haben wir vier davon. Ich glaube, dieser Kampf wird einiges abwerfen. Gucken wir gleich mal. Erstmal wird einmal Team gerusht. Die EP von Tio sind wieder voll. Ich wünschte, man könnte das irgendwie komfortabler skippen, als so wie ich das mache. Vielleicht gibt es da auch einen Weg, das anders zu handeln. Keine Ahnung. Aber es ist, finde ich, sehr umständlich, über diesen Move-Befehl das zu machen. Wisst ihr, wenn man einfach irgendwie auf eine Vierecktaste drücken könnte und der Charakter dann automatisch in die Abwehrhaltung gehen würde oder so. Das wäre praktisch. Aber es ist jetzt auch kein Weltuntergang, weil so oft hast du die Situation ja nicht. Aber das ist auch, wenn man zum Beispiel so CP-Auffüllungsrunden macht, wo dann einige Charaktere nur angreifen sollen. Das hatte ich bei Cold Steel auch öfter mal. Da wäre so ein Feature, so ein Hotkey auch durchaus hilfreich. Wenn zum Beispiel nur noch Laura CP braucht und die anderen gar nicht angreifen sollen, weil der Gegner nicht draufgehen soll. Naja, Kleinigkeiten, meckern auf hohem Niveau, das Haar in der Suppe suchen. Und nein, es würde nicht dazu führen, dass ich dann auf Amazon statt 5 Sternen nur 3 gebe oder so. So bin ich nicht. Da muss das Spiel schon mehr verkacken als sowas. So, letzter Gegner vor der Kiste. Und ich glaube, ich schneide den Kampf auch gleich raus. Aber diesen spannenden Thrill, ob man den noch hinterrücks erwischt, ja oder nein, den lasse ich drin. 2 waren es an der Zahl. Nicht der Rede wert. Aber die halten ein bisschen was aus. Also ich habe jetzt hier mit Galleon Tower wieder gearbeitet, obwohl es wahrscheinlich nicht hätte sein müssen. Schon wieder eine Proxy Puppet? Also jetzt wird es ja langweilig. Jetzt habe ich schon 5 davon. Vor allen Dingen bei der Kiste, die so abgelegen war. Schon enttäuschend. Perhaps one day scholars will finally be able to answer the question. Randy Orlando. Ach so. Ach, weil sein Nachname Orlando ist. Okay, der hat ein bisschen gebraucht. Ich dachte mir, das klingt irgendwie vertraut so von seiner Klangfarbe. Aber der erste Gedanke war, ja zur Hölle ist Lando. Aber da haben sie mich jetzt gekriegt. Ziel erreicht, würde ich sagen. So. Also ich hoffe sehr, dass wir die Begleitung von ihr nicht auf diesem Weg finden. Andererseits ist es sehr wahrscheinlich. Ich habe voll die Idee, Leute. Ich nehme jetzt die beiden Gegner noch mit und die Kiste. Und dann gehe ich wieder zurück. Und wenn ihr euch denkt, oh nein, das zieht es ja alles voll in die Länge. Nein. Denn wenn ich wieder hier bin, dann renne ich einfach an allen Gegnern vorbei. Denn wir haben die ja dann schon einmal gekillt. Wisst ihr, was ich meine? Und dann sind die Kisten auch offen und dann ist alles schön. Weil wenn ihr Typ auf der anderen Seite liegen würde, das wäre hart unlogisch. Es sei denn, der hat hier echt eine größere Runde hingelegt, weil die sind beide vor einem Monster geflüchtet. Das heißt, er muss eigentlich hier geradeaus irgendwo sein und alles andere, weiß ich nicht, würde in meinen Augen herzlich wenig Sinn ergeben. Das hier wäre eine schöne Fotokulisse.
Aber ich sehe hier kein Ausrufezeichen. Okay, schade eigentlich. Bei dem erkenne ich gerade irgendwie nicht, wo vorne und hinten ist. Auch wenn er eigentlich Augen hat und das gar nicht so schwer ist. Ey, die laufen hier aber auch lange auf einen zu. Ey, die Trades-Cracks unter euch, die werden es wahrscheinlich am besten wissen. Aber die Gegner, die laufen hier doch länger als in Sky und Steel. Cold Steel, oder? Und ich habe auch das Gefühl, dass das bei den Gegnern hier so einheitlich ist. Also, dass nicht der eine dir weniger lang hinterherläuft als der andere. As you look in the chest, a bright light goes off. Aha, I've got photographic proof. I'm taking this straight to the Crossbell News Service. You quickly close the lid and leave. Naja, wenn wir gut aussehen auf dem Bild. Und das vielleicht für positive Propaganda in der Presse sorgt mit Blick auf unsere Arbeit. Warum eigentlich nicht? Hier wird ein Foto geschossen, oder? What is this place? It's enormous. I believe this is a ruin referred to as the Sun Fort. Its origin and history are shrouded in mystery, but historians estimate it was constructed at least 500 years ago. Yep, the place looks sturdy as hell. Guess they really knew how to build them in the Middle Ages. This fort must have seen its fair share of wars, given everything that went on in that era. Area, wollte ich gerade sagen. Is everything alright, Theo? Yes, I am fine. Da verschlägst du mir gerade die Sprache. It's just, I thought I felt something odd resonating from within the ruins. Oops, what do you mean by odd? Well, from the outside, it looks like your everyday centuries-old fort to me. Please do not mind me. I am sure it must have been my imagination. More importantly, we should turn our attention to the tourist. Our search will be much more difficult if he entered these ruins. We do not have time to spare. Right, let's keep moving. Ausrufezeichen. This looks like it might be a good spot to take a photo for Grace's request. Geil, however, we've got more important things to worry about right now. Dein Ernst? We need to hurry and find that tourist before anything happens to him. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Also bitte, die 5 Sekunden, die können wir doch jetzt auch noch entbehren. Oh Mann. Okay, da müssen wir uns das wohl im Hinterkopf behalten. Aber ich versuche einfach das Gute zu sehen. Wir haben den Punkt gefunden, ohne dass ich nachgucken musste. So, aber ich finde, dieser Dialog hat gerade nochmal bestätigt, dass wir hier definitiv auf dem richtigen Weg sind. Deswegen nehme ich mir jetzt erstmal die andere Route vor und schätze, dass wir da gleich irgendeine natürliche Grenze erreichen werden, weil es mit der gleichen Begründung wie gerade eben heißen wird, wir sollten uns erstmal um den Touristen kümmern, bevor wir hier weitergehen oder so. Oder wir haben hier nichts verloren. Oder we don't have any time to spare. So hat er das doch, glaube ich, auch gerade gesagt, oder? So, okay, warte mal. Jetzt müssen wir aber erstmal hier gucken. Hier oben waren wir nämlich noch nicht. Und die beiden Gegner hier nehme ich mal mit. Das waren zwei mega unspektakuläre Kämpfe. Ihr habt nichts verpasst. Einmal ein Gegner, einmal eine Zweierkonstellation. Inside you find a shirt that reads, I checked this chest twice and all I got was this lousy T-shirt. You decide to not take it with you. Wir haben kein T-Shirt bekommen. Was habe ich da gerade aufgesammelt? Irgendein Verbrauchs-Item. Schade, da kam uns wohl jemand zuvor. Warum kann ich eigentlich diese Kisten hier nicht kaputt schießen? In Cold Steel ging das noch. Aber die sieht auch zu verwaschen aus, die Kiste. Alles, womit man interagieren kann, ist ja entsprechend auch hervorgehoben. Wie man an den Gegnern und Charakteren zum Beispiel sieht. So, die sind zu dritt. Gott sei Dank haben wir hier einen Team Rush, denn ansonsten sind diese Kämpfe gegen diese Gegner hier durchaus zäh. Auch wenn man jetzt nicht so viel davon sieht, aber in dem Moment, wo ein Randy, wenn er trifft, dem Gegner gerade mal ein Viertel, vielleicht auch ein Drittel, ich weiß nicht mehr so genau, nur abnimmt, weißt du, dass das ein bisschen dauern könnte. Wenn du nicht in die Zauberkiste greifen willst. Aber da hatte ich bei dem einen Kampf, den ich rausgeschnitten habe, auch nur, Tio hat ja keine Windzauber, gegen Wind sind die ja super empfindlich. Und ich hatte, Wasserzauber, aber der mit der größten Range war nur M. Und die Gegner standen so weit auseinander, dass es nur einen getroffen hat. Deswegen, das sind so die Faktoren, die dazu geführt haben,
dass ich die jetzt als zäh abgespeichert habe, wahrscheinlich für immer in meinem Hinterkopf. Ich finde es übrigens nicht gut, auch wenn das viele JRPGs machen, wenn so Monster-Extermination-Gegner, also so Special-Monster, egal in welchem Kontext, irgendwann zu Standardgegnern werden. Auch wenn es sehr verbreitet ist. Also wie gesagt, das ist mir klar. Nur das nimmt diesen Gegnern so ein bisschen diesen Besonderheitsstatus. Aber ich würde es, so ehrlich muss ich sein, als Entwickler vielleicht auch machen. Weil man gibt sich ja bei diesen Spezialgegnern auch immer ein bisschen mehr Mühe. Die sind ja auch oftmals schön designt. Und wenn du den dann in 2 Minuten weggeklatscht kriegst und den dann nie wieder siehst, dann ist das auch ein bisschen schade um die Arbeit. So, da haben wir die erste Verwirrte. Ich weiß gar nicht, muss ich das nach den Kämpfen heilen? Oder geht das dann weg? Warte mal, erstmal einmal kurz gucken. Ich würde sagen, sie ist wieder gesund. Wir werden es spätestens mit der nächsten Gegnerbegegnung erfahren. Also diese Route müsste jetzt eigentlich zu der Ruine führen, die wir da aus der Ferne gerade gesehen haben. That item was for Chestlin's schooling. Oh, wirklich? Haben Kisten Kinder? Oder drückt er einfach auf die Tränendrüse? Ich weiß nicht. Ich versuche mal kein schlechtes Gewissen zu haben, auch wenn er es gerade versucht hat und ein ganz kleines bisschen doch Erfolg hatte. Tschüss, Stimme. Das war einfach das Zeichen dafür, dass ich einen Cut machen sollte und dass der Kampf nicht drin bleiben darf und keine Daseinsberechtigung hat. Mein Team ist übrigens kurz vor der nächsten Level-Up-Runde. Eventuell könnte es hiernach schon soweit sein. Ich wünsche mir, dass ihr mindestens zu 4 seid. Das wäre cool. Okay, warte mal, jetzt weiß ich nicht, ob ich den treffe, Gott sei Dank. Weil wenn der jetzt die Rampe hochgeschwebt wäre, wäre es eventuell knapp geworden, aber so ist in Ordnung. So, was? Da ging ein Team Rush daneben. Ich glaube, ich gucke nicht richtig. Wie geht das denn? Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Aber ich glaube, das kommt schon sehr selten vor. Oh, Mann, Leute, ey. Jetzt lass doch Tio an die Reihe kommen. Muss sie weiterlaufen, damit sie nicht gleich drankommt. Okay, dann lassen wir die jetzt halt einmal übers gesamte Kampffeld watscheln. Von mir aus. So, reicht's für ein Level-Up? Oder auch für mehrere? Nee, Tio und Lloyd sind aber sowas von kurz davor. Wenigstens weiß ich, dass wir wieder stärker werden vor dem nächsten Bossfight, wann auch immer der kommen mag. Vielleicht sogar am Ende von den Missing Tourists. Wow, ein einzelner Gegner, aber es reicht trotzdem. Ja, bei Lloyd und Tio, wie erwartet oder wie prognostiziert. Weil es war ja ganz konkret die Rede davon, dass die vor einem Monster geflüchtet sind. Und vielleicht ist das so ein Hint gewesen. We chestfolk are actually in the middle of a war. I can't give you more items because I'm rationing. Good luck with your quest, though. Dankeschön. Sehr aufbauende Worte. Vielleicht bringt das was, vielleicht auch nicht. Ich bin voll immer noch im Modus, nach einem Fotografieort zu suchen. Es muss raus aus meinem Kopf. Wir haben diesen Spot schon gefunden. Ey, wenn der Typ jetzt hier irgendwo liegt, ne? Das wäre die Unlogik in Person. Ich weiß nicht, ob es das Wort Unlogik gibt, aber ich habe eh noch nie rausgefunden, was das Gegenteil von Logik ist in Substantivform. Guck mal, hier ist aber zu. Okay, das finde ich gerade gut, weil eine Sackgasse habe ich mir auch irgendwo gewünscht. If a cluttered chest is a sign of a cluttered mind, then what's an empty chest a sign of? A no good thief. So könnte man das sehen, ja. Aber die Kisten da hinten machen mich schon alle ein bisschen an. Ja, aber am Ende des Tages ist es gut. Warte mal. Einmal dagegen schießen, wenn ich die richtige Taste treffe. So, jetzt fängt es auch direkt an zu regnen. Der Himmel weint ob meiner Unfähigkeit. Das ist okay. Ich trockne dir die Tränchen, indem ich den nächsten Boss hoffentlich ohne Probleme wegklatschen werde. Ich kürze das mal ab. Ich gehe wieder zu der Stelle, wo wir die erste Touristin gefunden haben. Beziehungsweise bin ich jetzt ein bisschen weiter gelaufen. Nämlich dahin, wo wir gleich reingehen werden. Ich dachte mir, ich nehme jetzt hier vielleicht doch nochmal einen Kampf mit, weil die anderen beiden auch nicht mehr so weit weg sind von Level-Ups. Und nicht, dass wir dann da reingehen und sofort im nächsten Bossfight drin sind. Ich
meine, ich glaube das ehrlich gesagt nicht, aber wissen tut man es auch nie so genau. So, das ist natürlich wieder Verschwendung für den einen. Aber ich habe mich da jetzt so dran gewöhnt. Und die Laufwege, die rechtfertigen das auch. Notfalls kannst du an der Stelle halt im Kreis laufen und das dauert auch 5 bis 10 Sekunden. Dann ist sie, glaube ich, wieder voll. So, es hat nicht ganz gereicht, aber der nächste Kampf, Ellie und Randy, davon werdet ihr profitieren. Okay, das sieht fast ein bisschen turmmäßig vom Aufbau aus. Interessant, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte tatsächlich, dass das jetzt irgendwie so eine Höhle wäre, wo so ein Raum ist. Vielleicht mit so einer Healing-Device und dann im Hintergrund irgendein Monster, aber ich habe mich getäuscht und das finde ich auch gerade ganz gut so. Ich mag Dungeons, die so aufgebaut sind. Auch wenn das für viele wahrscheinlich langweilig ist, aber naja, wer Cold Steel 1 und 2 gespielt hat, der wird das ja als revolutionär betiteln. Ich glaube wirklich so rein von den Maps her und vom Aufbau der Dungeons und von der Komplexität in Anführungsstrichen toppt. Was ist das Gegenteil von toppen? Untertoppen? Nee. Ja, es ist niemand so spärlich unterwegs wie vor allen Dingen Cold Steel 1. Ich finde, in Teil 2 war das schon ein bisschen besser und aufregender so. Ellie learned Strike Bell. Okay, gucken wir uns im nächsten Kampf an. Sollte ich es nicht vergessen, aber ich gebe mir Mühe. Ha, looking for more, you'll never be able to crack my secret compartment, especially since I can't even figure out how to open the thing. Ja. Das musst du jetzt mit dir ausmachen. Das tangiert mich herzlich wenig, aber ich wünsche dir viel Glück und Erfolg dabei. So, Ellie Craft gucken. Ach, bei dem Gegner gerade habe ich gar nicht wegen Battlescope mal abgecheckt. So, warte mal. Ihr seid doch beide neu. Merman und Greyflyer. So, wen willst du anschmeißen, Randy? Ich nehme mal den Greyflyer. Gegner, die hier immer alleine sind, haben so eine Seltenheitsaura. A flying monster that swarms the battlefield, leaving only barren earth behind. Kann ich mir irgendwie bei dem nicht so vorstellen, aber wir müssen es auch nicht drauf ankommen lassen, das zu vertesten. In dem Sinne, Tschüssikowski. Aber mich nervt, dass ich jetzt im ersten Kampf nicht einen Battlescope rausgehauen habe. Das wäre noch gut gewesen. So, ja, toll. Siehst du? Greyflyer. So viel zum Thema Seltenheitsfaktor und so. Ich habe jetzt immer noch nicht ehrlich einen neuen Skill gecheckt. Einfach im Hinterkopf behalten. Hieß der Greyflyer? Der hieß irgendwas mit Flyer am Ende. Aber war es Grave? Ja, guck mal, jetzt kommen gleich 4 davon. Mann, ey. Ja, der heißt tatsächlich so. Alles richtig in Erinnerung gehabt. So, ja gut, wir bekommen jetzt hier gleich wieder einen Team Rush. Das war vielleicht unklug, weil ich den jetzt schon wieder nach außen geschlagen habe. Nee, der ist aber noch drin. Alles gut. So, ich habe irgendwie immer noch nicht so ein gutes Händchen dafür zu erkennen, in welche Richtung die Gegner weggeschlagen werden. Und ich entscheide mich tendenziell oftmals immer für die... Oh. Oh. Für die falschen Kampfrichtung. Aber haben wir nicht eine Horizon Rod schon? Use it well, Comrade in Rods. Warte mal, ich kann mir die doch hier anzeigen lassen, oder? Bei Fishing? Nee, die habe ich tatsächlich noch nicht. A specialized tackle for big game that requires live bait. Able to put up a fight no matter how big the foe. Das klingt, als wäre es eine Waffe. Soll es wahrscheinlich auch. Das ist wahrscheinlich auch der Witz dahinter. Aber, ja, gut. Auf jeden Fall. Jetzt nicht so ultra gut versteckt. Also ich finde, das liegt schon so ein bisschen auf dem Weg. Aber eröffnet uns sicherlich noch einige Möglichkeiten. So, genau. Das war nämlich der erste Gegner, den wir hier bekämpft haben. Die muss ich auch einmal nochmal battlescopen oder analysen, wenn die mal aufhört, mir zu folgen. Und dann fliegt die auch so diagonal weg, weißt du? Nicht mal so straight aus der Richtung, wo sie hergekommen ist, sondern so schön diagonal, damit du die ja nicht kriegst. So, warte mal, wenn ich jetzt keinen Team Rush habe, dann versucht er mal so anzugreifen. Den Damage würde ich nämlich gerne einmal mitnehmen. Sie wird dann diejenige sein, die ein Battlescope schmeißt.
Ich weiß noch nicht mal, wie die heißen. Noch nicht einmal Viereck hier gedrückt bei denen. Vampire Bat. Vampire Bat known as the Blood Gourmand. Saps Physical Strength, EP and CP from Foes. Oh ne, bleib mir fern. Ich habe gerade so schön alles hier auf 200. Warte mal. Eventuell. Nee, das hier. Hatte ich überlegt. Das mache ich jetzt auch, weil Ellie kommt immer relativ früh an die Reihe. Und wenn sie jetzt ein Critical hat, dann ist das vermutlich hilfreich. Ich habe ja schon mal festgestellt, dass es rein rechnerisch gesehen im Grunde genommen bei Lloyd am wichtigsten ist, dass er möglichst volle CP hat, weil er inzwischen mit jedem Charakter auch eine Combo auslösen kann. Und ich glaube, die meisten Kämpfe, wenn du zwei Combos hintereinander auslöst, die sind dann schon so gut wie entschieden. Würde ich jetzt mal behaupten. So. Und wenn dann auch noch später Charaktere abseits von Lloyd lernen, miteinander Kombos auszulösen, dann geht das ja noch so weiter. Please take our chest satisfaction survey. Okay, wie lange dauert das? Also professionelle Umfrageinstitute geben immer eine Zeitangabe mit. Aber mich hat ja auch keiner gefragt. Ansonsten hätte ich mir die Zeit natürlich gerne genommen. So, da oben strahlt mich schon eine Kiste an. Ist auch auf der Karte eingezeichnet. Schwer zu übersehen, so rum. Ich wollte gerade das Gegenteil sagen. You need the more chest messages DLC to view the message. Hä? Nee. Machen die sich hier gerade über die DLC-Politik in der Gaming-Szene lustig? So kam das bei mir an. Warte mal, haben jetzt Randy und Ellie eigentlich ihr Level abbekommen? Ja. Ging irgendwie an mir vorbei. Die wichtigen Sachen bekomme ich hier schon wieder nicht mit. So, ich wette, hier oben wird er jetzt irgendwo liegen. Und kurz nachdem wir den gespottet haben, vielleicht ist das auch schon das Monster. Oder bist du nur ein etwas größeres Standardvieh? Auf jeden Fall lässt es sich lähmen. Das ist schon mal gut. Und wir haben ein neues Monsterchen vor uns. Zu! Ist ja ein süßer Name. Ich muss jetzt hier Team Rush leider präferieren. Aber wir kommen Gott sei Dank trotzdem noch zum Battlescope. Das ist schön. Zu! Was kannst du denn so? Zu! Zuzu. A wild bird of prey that scavenges for corpse meat. Das klingt ganz schön brutal. Und steht ein bisschen im Kontrast zu deinem Namen, den ich gerade als niedlich deklariert habe. Was? Leute hat daneben gehauen? Das sind wahrscheinlich so Agilitätsviecher. So typisch Vogel halt. So, warte mal. Quake? Quake dürfte eigentlich bei fliegenden Gegnern sowas von gar keinen Sinn machen. Warte mal, ich zauber mal den, der am Boden liegt, an. Mit dem Schwachen. Boah, das hat nicht ausgereicht, obwohl die eine Empfindlichkeit von 190 haben. Ich bin gerade sehr enttäuscht. Das geht so nicht. So, Randy, wir stellen uns darauf ein, dass er daneben haut. Nee, macht er aber nicht. Sehr gut. Da hat sich Hit 3 doch mal gelohnt. Das hat er nämlich... Wann hat er das bekommen? Am Anfang dieser Folge. Das liegt noch gar nicht so weit zurück. Sehr schön. Okay, warte mal, was sagt die Karte? Ach so. Ach, wir sind jetzt hier drin. Das realisiere ich ja jetzt erst. Okay, dann glaube ich tatsächlich nicht, dass wir jetzt hier in Bälde den zweiten Turi finden. Der wird wahrscheinlich hier ganz am Ende im allerletzten Raum ebenfalls am Boden liegen oder so. Ich hoffe, der ist nicht verstorben. Das wäre nämlich so ein Twist, auf den ich gerne verzichten würde. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie das vereinzelt hier auch bringen. So, warte mal, hier ist eine Sackgasse, ohne dass wir eine Kiste haben. Rüber jumpen tun sie auch nicht. Obwohl sie eigentlich jung, knackig und flexibel genug sein müssten, so als CPD-Angestellte. HP3. Ich weiß gar nicht, ob irgendeiner von meinen Leuten HP gerade angelegt hat, aber ja, guck mal, die gute Tio. Oder Lloyd. Ich glaube, ich gebe Lloyd das Upgrade. Wobei bei Tio resultiert das in neuen Zaubern, die sie dann kriegt, ne? Ich glaube, von 3 auf 5. Ich glaube, dann kriegt sie jetzt hier den Vorzug. Aber vielleicht haben wir irgendwann nochmal Glück und
finden noch ein weiteres. Beziehungsweise glaube ich, dass wir das eher bei Wendy eingekauft kriegen als nächstes. Seeing the stark emptiness of the chest, you rethink your actions. You don't end up putting the item back, but it's the thought that counts, right? Ich habe ehrlich gesagt nicht eine Millisekunde darüber nachgedacht und würde es auch nicht, wenn das Spiel es offerieren würde. Das Teil zurückzulegen, das bleibt jetzt erstmal schön bei uns. Gut, ihr Lieben, ich werde jetzt hier an dieser Stelle einen Cut machen. Wir werden beim nächsten Mal hier weiter vorpreschen, hoffentlich den zweiten Abtrünnigen hier ausfindig machen, die Mission abschließen, ein Foto schießen und was sonst noch so ansteht. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim... Was ist denn heute los, ey? Wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!